Also es ist das, was mich auch mit dem Verein FC Porto so ein bisschen verbindet, sind einfach diese Erinnerungen. Es war ja ein magischer Schalke-Tag, glaube ich, vor 10 Jahren. Ich hoffe, ich bin kaum gealtert. Aber es war einfach, ja, ich glaube, Manuel Neuer hatte da so mit seine erste Sternstunde in der Champions League, hat mächtig für ja, Aufsehen gesorgt mit seiner Performance in Porto. Wir sind dann weitergekommen durch ein Elfmeterschießen, wo Jermaine Jones auch den letzten Elfmeter ja, angelaufen ist und eiskalt verwandelt hat. Vollspannstoß an die Latte. Ich glaube, das ging eine Millisekunde der Schuss, aber gefühlt waren das so 10 Sekunden, weil man so mitgefiebert hat. Und das war auch ein Moment, der einfach voller Emotionen gelebt hat, weil wir dann, glaube ich, also wie Sie das richtig angesprochen haben, ich saß da auf der Tribüne, aber nach dem verwandelten Elfmeter war ich auf einmal im 16-Meter-Raum gewesen, weil wir alle so gejubelt haben. Und das sind einfach schöne Momente und ich hoffe, dass wir ja, solche Momente wiedererleben können.